Moin und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend um 15.30 Uhr am komplett ausverkauften Millerntor. Auch der Gästebereich ist komplett voll. Wir freuen uns also auf ein stimmungsvolles Spiel. Ich begrüße ganz herzlich unseren Cheftrainer Alex Blessin. Moin, moin Alex. Moin. Und moin. Unglückliche Niederlage in Dortmund. Jetzt gleich das Spiel gegen Wolfsburg. Wie lange hat es gedauert, diese Niederlage zu verdauen und den Blick nach vorne zu richten auf den nächsten Gegner? Ja, dauert immer ein bisschen länger. Vor allem, weil sie dann doch auch in der Nachbetrachtung schon auch bitter war. Ich will jetzt gar nicht wieder die einzelnen Szenen aufwärmen. Da ist, glaube ich, genug drüber diskutiert und debattiert worden. Im Doppelpass dann am Sonntag, da fand ich sehr nett, dass der Herr Effenberg dann Partei für uns ergriffen hat. Aber von daher ist es natürlich bitter gewesen und mit einer sehr, sehr guten Performance von unserer Seite, das habe ich jetzt schon gesagt, das hat sich einfach noch von den Bildern in der Nachbetrachtung dann auch gezeigt, dass wir da sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben. Ein paar Sachen haben wir sicherlich, das haben wir auch angesprochen mit den Jungs, dass wir so nach 25, 30 Minuten ein bisschen zu tief standen und vor allem die Halbbälle dann auch zugelassen haben und dass sie natürlich dann auch Qualität hatten, das war klar, aber sehr ständig dann auch 90 Minuten Dortmund jetzt im Heimstadion dann wegzuhalten vom Tor ist natürlich auch extrem schwierig, aber nochmal, ja, das ist abgehakt und tut weh, muss auch weh tun und jetzt müssen wir genau gucken, dass wir die gleiche Art und Weise an den Tag legen gegen Wolfsburg, die ja auch so ein bisschen angeschlagen sind, wo man natürlich dann aber genau wissen, wo auch ihre Stärke liegen und da sind wir hungrig, den ersten Dreier daheim einzufahren. Vielen Dank. Als erstes hat sich Andreas Schorsch von der Bild-Zeitung gemeldet. Fangen wir einfach an beim Personal. Wie sieht es besonders bei Connor aus? Wie sieht es bei Carlo aus? Hast du sonst noch irgendwelche neuen Leute, die jetzt Probleme hatten? Wie macht sich der Torwart? Hat der heute schon trainiert? Ja, gestern sogar schon. Gestern habe ich mir schon ein Bild gemacht, hat die Bälle gut gefangen, was ja schon mal als Torwart nicht so unwichtig ist. Nee, sind froh. Wir haben jetzt da auf der Position, haben wir gesagt, wenn wir etwas finden, was reinpasst, sportlich, finanziell, dann wollen wir das machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir unseren jungen Torhütern da nichts zutrauen, aber es ist einfach, da haben wir die Verantwortung einfach, dass wir da uns gut aufstellen und Ronny und Kevin machen weiterhin ihre Sache gut und da haben wir natürlich auch vollstes Vertrauen. Aber das war jetzt einfach wichtig nach diesen drei langen Ausfällen von den anderen Torhütern, dass wir da auf der Position was machen. Deswegen sind wir sehr, sehr froh. Das zu der Torwart-Situation. Connor wird nicht reichen. Definitiv nicht, ist sehr schade, aber da zwickt es noch ein bisschen, da braucht man noch ein bisschen, um ihn fit zu kriegen. Ich hoffe, dass er dann nächste Woche dann zur Verfügung steht. Da müssen wir dann aber abwarten, wie die Trainingseinheiten dann laufen. Connor war jetzt abgehakt, genau. Carlo ist komplett fit, hat die Woche auch komplett mittrainiert. Bin ich sehr froh. Da war ja schon stand zur Debatte, ob man vielleicht gegen Dortmund so 10, 15 Minuten Einsatzzeit geben. Da wollte ich ihn einfach noch ein bisschen schonen, aber er hat da schon ja einen Tag davor trainiert und jetzt die komplette Woche mitgemacht und hat auch einen sehr starken und guten Eindruck gemacht, als ob er nie weg gewesen wäre. Von daher steht er zur Verfügung. Scotty hat ein bisschen Rückenprobleme, hat jetzt heute ein bisschen ausgesetzt, da müssen wir gucken. Im Normalfall kriegt es James dann hin mit unseren Physios, dass er morgen dann auch wieder zum Training zur Verfügung steht. David Nemeth war jetzt krankheitsbedingt die letzten Tage ausgefallen, stößt wahrscheinlich morgen wieder zum Training und zum Team. Jetzt muss ich tief in mich gehen, müsste es eigentlich gewesen sein von denen jetzt, abgesehen von den Langzeitverletzten. Ja, falls dir noch einer einfällt, hau raus. Nein? Hast du schon Ideen mit Marvin? Ja, also nochmal, dass ich ein Fan von ihm bin, ist klar. Und seine Zeit wird kommen, wenn er so weiterarbeitet. Jetzt ist natürlich dann auch so, dass Carlo wieder dazu stößt und da muss man jetzt einfach abwarten. Die Zeit geben wir ihm.
Aber ich bin weiterhin von dem Jungen überzeugt, klar. Frank Sorgatz von Regionalsport. Wolfsburg verfolgt ja einen ganz anderen Ansatz als Dortmund, versucht mit viel schneller mit langen Bällen auch dann nach vorne zu spielen. Bedarf es da von eurer Seite einer anderen Spielidee und einer anderen Ausrichtung? Also muss man alles wieder reinwerfen. Dass man auf der einen Seite haben sie natürlich mit das Schnellste, was es gibt, in deutschen Landen, sage ich jetzt mal, ja, also in der Bundesliga. Also ich glaube mit Frankfurt und dann Bayern schon auch die schnellsten Sturmspitzen. Wenn ich jetzt an Moura gucke oder Thiago Thomas, Wind ist jetzt auch nicht so langsam, dann über außen dann mit Baku. Also von daher haben sie echt Speed und das ist natürlich ihr Faustpfand, ja, dass sie da natürlich sehr viele Tore auch schon gemacht haben über ihre Umschaltmomente, ist klar. Ja, da geht es natürlich darum, so dumme Ballverluste zu vermeiden. Ja, das ist, Ballverluste sind immer dumm, aber gerade wenn es klein ist, haben sie natürlich brutale Qualität, so den ersten Pass raus in die Tiefe zu spielen und dann mit ihrem Speed dann natürlich dann auch Torchancen herzustellen. Das ist, kommt nicht von ungefähr, dass sie, glaube ich, Nummer zwei, ich glaube, jede fünfeinhalbte Torchance ist ein Tor. Ja, also ist dann natürlich schon eine Qualität, die sie dann haben. Aber auf der anderen Seite haben sie jetzt auch ein paar Gegentore bekommen. Und da wollen wir natürlich dann schon auch ihnen wehtun. Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt. Du hast es angesprochen, der VfL Wolfsburg ist ein bisschen angeschlagen nach der Niederlage zu Hause gegen Werder Bremen. Stehen auch nicht da, wo sie eigentlich hinwollen. Ist das möglicherweise ein Vorteil für euch, dass sie so unter Druck stehen oder inwiefern kann das auch zu einem Nachteil werden? Ja, also ich sehe es weder noch. Wir hatten eine ähnliche Situation gegen Augsburg, glaube ich, wo Augsburg auch mit dem Rücken zur Wand stand und dann dementsprechende Leistung abgerufen hat und wir nicht unseren Tag hatten dann und von daher sehe ich das jetzt nicht als gut oder schlecht an, sondern da gilt es halt einfach und allein darum, unsere Leistung abzurufen, ja, dass wir einfach in die Zweikämpfe reinkommen, in die Kompaktheit, die Distanzen zueinander immer so gering halten, dass wir einen guten Zugriff haben und dann natürlich die richtigen Momente dann auch für uns nutzen. Ja, ich glaube, auch gegen Dortmund, in Dortmund haben wir ein paar Torchancen gehabt, Und die dann halt vielleicht in letzter Instanz, im Normalfall gehe ich immer davon aus, dass wir zwei Tore gemacht haben. Es kommt auch nicht so oft vor, dass man in Dortmund dann zwei Tore macht. Aber in dem Fall ist es natürlich schon auch so, wir haben die Qualität, wir würden ein bisschen gieriger noch sein. Die Torchancen haben wir, das habe ich ja immer gesagt. Ich glaube, es waren jetzt nur zwei Spiele, wo man mal weniger Torchancen hat. Das war gegen Union Berlin und es war gegen Augsburg in Augsburg, ja, wo wir dann von den Torchancen einfach ein bisschen schlampig waren. Aber das hat auch Gründe gehabt. Deswegen, Torchancen waren im Grunde genommen, wenn wir diese Läufe haben und diese Akribie dann für den anderen zu laufen, Tiefenläufe anzugehen und nachzugehen, eine gute Boxbesetzung zu haben, dann wird man auch weiterhin Torchancen haben. Und dann geht es halt genau darum, das noch konsequenter zu nutzen. Ihr habt ja morgen, glaube ich, gefragt, dann, ja, der weiß es dann. Nils Weber von der Hamburger Morgenpost. Dapo hat nach dem Spiel in Dortmund gesagt, dass ihr eure Heimform steigern müsst. Teilst du seine Einschätzung? Wenn ja, was fehlt denn da auch deiner Einschätzung nach? Und also Leipzig-Spiel kann man, glaube ich, mal ausnehmen, aber ist ansonsten, habt ihr auswärts ein bisschen mehr, die letzten Prozentpunkte mehr noch reingehauen als in den Heimspielen? Oder woran würdest du das festmachen? Ja, würde ich jetzt gar nicht so bestätigen. Also ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Heidenheim war, ja, von unserer Seite aus. Dann hat man ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Leipzig. Dann hatten wir ein, finde ich, nicht ganz so, es war nicht gut, aber es war auch nicht verdammt schlecht. Es waren halt verdammt zwei
beschissene Fehler, die wir da gemacht haben. Ja, und die sind halt richtig bestraft worden gegen Mainz. Ja, und das müssen wir halt genau gegen so einen Gegner wie jetzt Wolfsburg einfach so tunlichst vermeiden, dass man so diese ganz, ganz einfachen Fehler, so Einladungen, die dürfen wir natürlich, da müssen wir draus lernen und da müssen wir die richtigen Konsequenzen draus ziehen. Ja, klar sein. Aber sowas passiert, das schluckt man als Mannschaft und stecken das als Mannschaft weg. Und ja, das ist natürlich, glaube ich, so in der Summe. Und das wollen wir natürlich so eine Atmosphäre schaffen wie gegen Leipzig, ja, wo wir, glaube ich, dann schon das abgerufen haben. Und ja, das wollen wir natürlich dann auch am Samstag gegen Wolfsburg dann daheim wieder zeigen mit unseren Fans. Ja. Das ist schon ein Faustpfand, muss man ganz klar sagen. Aber ja, das wollen wir alle, das will die Mannschaft und das sehen auch, glaube ich, unsere Fans daheim, dass wir alles geben. Ja, das hat man in den letzten Spielen dann auch immer gesehen, dass sie da komplett 90 Minuten hinter uns stehen, weil die Mannschaft dann auch immer bis zur letzten Minute dann alles gibt. Andreas Schorsch hat sich nochmal gemeldet. Ja, du hast eben schon einen Spieler angesprochen, über den wir einfach mal reden müssen, weil den kennst du sehr gut. Mohamed Amoura, den hast du mehr oder weniger großgezogen in Belgien. Ist das einer deiner Lieblingsspieler und wie kann man den überhaupt stoppen? Also du hast ihn selbst schon mal als Sprungwurm, als Rakete bezeichnet. Was sind seine Qualitäten und wie stoppt man ihn? Du kannst das Mikro gleich weitergeben. Ja, es ist jetzt schon so, dass es war nicht ganz einfach immer mit ihm. Also als er gekommen war von Lugano, war es jetzt nicht so, dass er diese Häufigkeit von Spielen hatte. Das heißt, wir mussten ja so ein bisschen adaptieren. Ja, und das heißt, ein Mann mit seinen schnellen FT-Fasern, der verletzt sich dann auch mal gleich, wenn man dann zu viele Belastung hat und zu viele Spiele. Und dann ging es immer darum, die Intensitäten zu kontrollieren. Und das heißt, er hat nicht immer gespielt am Anfang. Und das, der ist natürlich dann immer sehr, sehr hoch emotional. Und es war nicht immer ganz einfach, ihn dann auch dementsprechend am Anfang, weil er sehr, sehr wild ist in seinem Anlaufen und ihn dann immer zu, reinzubringen in eine Grundordnung, wo man dann sagen, wir brauchen diese Stabilität. Und das hat er dann mehr und mehr dann auch hingekriegt. Und natürlich war jetzt nicht unbedingt seine größte Stärke das Spiel gegen den Ball, aber da hat er, finde ich, schon auch extrem dazugelernt. Und wenn er dann halt genauso diese Umschaltmomente nutzt, dann ist er echt extrem schwierig zu handeln. Ja. Teilweise durch Doppeln, teilweise durch richtiges Antizipieren. Man darf ihn nicht aufdrehen lassen, man darf ihm keinen Raum geben in der Tiefe. Also von daher wird es sicherlich eine große Herausforderung. Aber Thiago Thomas ist genauso auf der anderen Seite mit viel Speed gesegnet, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach dann schwierig, so viel Speed zu verteidigen. Ja. Was die Defensive angeht, steht ja bisher ja wirklich sehr gut da. Was den Angriff geht, eben nicht so ganz mit den Toren, mit 5 Stück. Du sagtest selber, ihr erarbeitet euch Torchancen, aber ihr nutzt sie nicht. Wie kann man das trainieren? Wie kann man das schaffen, dass die Chancen konsequenter genutzt werden? Ja, es geht dann teilweise um Abläufe. Ja, wie besetze ich eine Box? Aber dann natürlich so eine Situation jetzt zum Beispiel von Dapo. Ja, ich glaube, da einfach klarer zu sein. Ja, da kommt dann von hinten Benzebaini angesprintet und blockt ihn halt noch. Ich glaube, eine Nuance früher den Abschluss zu suchen, dann wird es schwierig, glaube ich. Und dann ist es eigentlich eine sehr große Torchance. Und dann das Momentum, glaube ich, ja, nicht. Du hast jetzt halt im Vergleich zur zweiten Liga weniger Zeit und weniger Raum. Und damit umzugehen, ist dann halt nochmal ein Level höher. Das ist ganz klar. Und da arbeiten wir dran, ja, dass wir mit weniger Zeit umgehen müssen in der Box, dass wir klar auch mal gucken müssen, was ist das Wichtigste. Da muss ich selber immer dran. Ihr wisst, ich war selber Stürmer, jetzt nicht der Beste, aber ich hatte einen Trainer, der Rainer Zobel, der hat zu mir gesagt, ja, wenn du das Tor nicht triffst, kann ich kein Tor machen. Also das heißt dann auch, erstmal das oberste Ziel ist das Tor, dann den Kasten zu treffen und nicht am Tor vorbeizuführen. Ja, unterm Tor hat noch niemand drunter durchgeschossen, sondern nur über. Also das sind so,
waren so Ansätze, wo ich immer so ein bisschen lachen muss. Kannst heutzutage den Stürmern nicht mehr unbedingt sagen. Kommt dann, glaube ich, nicht so gut an. Aber wir wissen, woran wir da arbeiten. Und wir fördern das natürlich dann auch in den Trainingseinheiten, dass wir genauso solche Situationen dann versuchen herzustellen. Nils Weber. Du hast ja deine eigene Stürmererfahrung und Expertise schon gerade angesprochen. Ja, ja, leider. Wie geht man mit so einem Morgan um, der ja eigentlich ein Tor schießt, also eigentlich auch alles richtig macht? Also er hat sich ja keinen Vorteil verschafft, weil er jetzt irgendwie 2 Meter im Abseits war oder so. Also er macht ja eigentlich alles richtig. Ja. So strittige Situation hast du schon angesprochen, aber kriegt man so jemanden damit Selbstvertrauen eingeimpft oder hat er das nicht, weil es dann irgendwie nicht zählt? Oder hast du das irgendwie nochmal angesprochen oder hast du einen Eindruck davon, wie er damit umgeht? Mit ihm dann selber auch drüber geredet, klar. Ich fand es auch generell ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Er war sehr, sehr lebendig und hat gut gegen den Ball gearbeitet und hat immer wieder Sequenzen gehabt im Vorwärtsspielen, wo er einfach gefährlich war. Und dann kommt natürlich auch noch zum Tragen seine Größe, was wir auch gesagt haben. Kopfballstärke, offensiv wie defensiv. Also all die Komponenten haben wir mit reingeworfen. Aber eher bestärkt, dass es, geh in die Tiefe und forder die Bälle. Und er ist ja dann richtig reingegrätscht, hat ein richtiges Timing gehabt. Das war alles richtig, was er gemacht hat. Und habe ihn eher da bestärkt und dass er es genau so weitermachen muss. Und er fühlt sich bereit und der ist auch gierig, der ist willig und das sieht man in jedem Training. Und deswegen für mich stellt sich nur noch die Frage, dass er ein Tor macht, steht außer Frage, nur wann. Und da wird er alles geben dafür, da bin ich sicher. Frank Sorgatz. Ich fand, in Dortmund hat Robert Wagner vielleicht sein bestes Spiel für St. Pauli gemacht. War ganz gut in den Zweikämpfen drin, aber wahrscheinlich noch nicht da, wo er ihn haben wollt. In welchen Bereichen siehst du bei ihm noch das meiste Steigerungspotenzial? Ja, mit Ball. Mit Ball dann. Also natürlich durch das, dass die Distanzen beim tiefen Block gering waren und er natürlich dann immer einen guten Zugriff hatte und dann auch seine Zweikampfstärke dann auch ausleben konnte, das kam ihm natürlich dann auch zugute. Aber gerade wenn er so einen Ball bekommt, so die ersten 2 Kontakte, die Entscheidungsfindung, die Klarheit in seinen Entscheidungen, im Passspiel dann auch noch, das sind schon auch so Sachen, wo genau dieses Level, wo wir jetzt gesagt haben, Vergleich 2. Liga, 1. Liga, einfach das nochmal von der Entscheidungsfindung schneller vonstatten gehen muss. Ja, und das sind die Punkte, wo er einfach dann noch dran arbeiten muss und wo wir mit ihm dann auch drüber reden und wo er genau weiß, wo er ansetzen muss. Ina Kast vom Norddeutschen Rundfunk. Dankeschön. Ich habe eine nicht sportliche Frage, die aber mindestens genauso wichtig ist. Viele Fans von St. Pauli, von St. Pauli Pride, haben angekündigt, dass sie am Samstag bei dem Spiel möglichst in Regenbogenfarben kommen wollen, also Klamotten, Fanutensilien, das Ganze als Antwort auf die homophoben Aussagen von Wolfsburgs Kevin Behrens. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, sind es beim FC St. Pauli, ich hoffe mal und nehme mal stark an, dass da keine homophoben Aussagen von Spielern kommen, aber Sie als Trainer in den vergangenen Jahren, als wie homophob haben Sie den Profifußball erlebt und was halten Sie von der Aktion am Samstag? Also selber bei mir im Verein, weil ich das natürlich als Trainer vorlebe, egal. Also klar bin ich jetzt angestellt von St. Pauli, aber ich habe die Einstellung einfach. Ja. Und so bin ich großgezogen worden, so erziehe ich meine Kinder. Und deswegen habe ich da auch klare Regeln, was meine Mannschaft anbelangt. Ja. Dass das nichts im Fußball zu tun hat, ist ganz klar. Wie jetzt Wolfsburg damit umgeht, ist deren Problem. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht so kommentieren, aber wir für uns, wir stehen dazu, wir sind farbenfroh, wir wollen farbenfroh sein und das zeichnet diesen Verein, diesen tollen Club ja auch aus und da sind wir auch ein Stück weit sehr, sehr stolz drauf. Und diese Identität, die haben wir und dazu stehen wir auch, klar. Luis Heine vom SHZ. Moin, Herr Blessin. Der Verein hat Anfang der Woche bekannt gegeben, dass es bei Elias einen kleinen Rückschlag gab, er musste operiert werden. Wie ist Ihr Draht aktuell zu ihm? Haben Sie mit ihm gesprochen? Wie hat er das verkraftet? Vielleicht können Sie dazu zu sagen. Ich habe ihn direkt angerufen nach der OP. Da war er noch ein bisschen benebelt, kann man sich vorstellen. Also er war jetzt nicht so auskunftsfreudig. Er hat ein bisschen was gefaselt, was ich dann selber nicht so richtig verstanden habe. Nein, also es ging ganz gut, die OP. Er hat jetzt Schmerzen auch, das ist klar. Da muss er noch ein paar Schmerzmittel nehmen und das wird jetzt aber sicherlich von Tag zu Tag dann auch besser gehen. Aber das natürlich jetzt Syndesmosen
der Riss dann auch nochmal hinzukommt mit dem Innenbandriss, erschwert natürlich die ganze Sachlage. Von der OP natürlich bis hinüber zur Regenerationsphase, wo wir ein bisschen länger einplanen müssen. Es ist ganz, ganz bitter für Elias, ist ganz, ganz bitter für uns, weil er natürlich dann schon, hat er schon auch gesehen, wie wichtig Elias dann auch sein kann. Und das schmerzt. Aber auf diesem Wege hoffen wir natürlich, dass er da schnellstmöglich wieder zurückkommt. Und da bin ich aber ganz, ganz sicher, dass er erstmal sehr gut aufgehoben ist bei unserer medizinischen Abteilung und dass wir dafür alles tun. Und er selber natürlich auch, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt. Frank Sorgatz, oder nehmen wir hier gleich mit erst noch. Wer geht da so früh? Dürfen die gehen? Sat.1 durfte früher gehen. Sie hatten sich die Erlaubnis geholt. Wir haben die Tür offen gelassen. Ansonsten dürfen Sie das nächste Mal nicht mehr kommen. Ja, kurze Frage nochmal zu Elias. Hat sich ja nicht mal der Dominik Kor gemeldet und sich eventuell entschuldigen? Das war ja sein Einsteigen, was er zu dieser Verletzung geführt hat. Und das ist ja. Ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich da sage. Nein. Also glaube ich nicht. Elias hat jetzt mir nichts angedeutet, was das anbelangt, aber ja. Ich habe nur einen Tag später einen Bericht in der Zeitung gelesen mit 4 Buchstaben. Da hat er, glaube ich, irgendwie eine Frau gerettet. Ja, irgendwas. Aber auch das will ich nicht groß kommentieren. Aber nee, normalerweise habe ich mich tierisch drüber aufgeregt und da erwarte ich einfach auch in Zukunft von den. Es war vorgestern wieder eine Situation mit Adli von Leverkusen. Eigentlich vom Bild her genau das Gleiche. Er nimmt ihn einfach rein, ja, in die 2 Füße und er hat gar keine Chance, da rauszukommen und knickt dann so um und bricht sich jetzt halt dann das Fußgelenk, was ganz, ganz bitter ist. Und das hat mich genau an diese Situation erinnert. Und da gab es nicht mal einen Foul, wo ich dann auch sage, da muss einfach der Schiedsrichter mehr auch den Spieler schützen. Ganz klar. Weil das will keiner sowas sehen. Und wenn man dann so fahrlässig in Zweikämpfe reingeht, dann finde ich, ja, wir wollen harten Fußball sehen, das ist okay und das brauchen wir auch, aber wie gesagt, so, dass man sich dann so verletzt, so schwerwiegend, da müssen wir schon auch die Spieler dann schützen und das ist der Auftrag von den Schiedsrichtern dann. Das Mikro ist schon bei Frank Sorgatz, okay. Ich wollte die gleiche Frage wie der Kollege stellen. Also hat sich keiner gemeldet, auch von Mainz, von den Verantwortlichen nicht. Es gab also jetzt ist mir nicht zu Ohren gekommen. Also jetzt selber, jetzt müsste ich nochmal explizit Elias fragen. Jetzt bei dir hat sich keiner gemeldet, bei Andreas auch nicht. Nee. Nochmal eine Frage zu Oladapo auf Loyan. Ihr braucht ihn natürlich, ihr braucht sein Tempo vorne. Was mir aufgefallen ist in Dortmund, auch nach der Chance und auch in den Minuten so danach wieder. Es war auch ein Thema, was wir bei Fabi schon mal hatten, so seine Körpersprache, dass die Schulter so ein bisschen nach unten ging. Ihr seid jetzt im Sturm nicht die Lautesten vielleicht. Ist das eigentlich ein Thema, was du mit ihm auch mal ja, in Angriff nimmst? Ja, wir haben die letzten 2 Wochen ständig darüber geredet. Also Körpersprache natürlich und dann ein paar Ballverluste, wo er nicht online ist, aktiv. Da verliert er sehr, sehr oft so den Fokus in dem Moment, lässt sich dann ablenken. Und ja, es waren ein paar Situationen einfach auch gegen den Ball, mit dem Ball, wo ich ihn schon besser gesehen habe und wo er sich auch steigern muss, ganz klar. Dann, da sehe ich noch eine, Julian Kobes, Rockantenne. Ich habe mich gerade noch gefragt, weil hier eben 40 Kinder sich den Pressebereich angeguckt haben. Kommende Woche ist ja Halloween, ein Feiertag. Wie verbringt der FC St. Pauli diesen Tag? Ist da irgendwas geplant? Ganz normal trainieren? Und sind Sie mehr so der Typ Süßes oder Saures? Was also es gibt im Fußball gibt es nie so richtig freie Tage. Also das ist klar, natürlich, also jetzt ist ein Feiertag oder nicht. Von daher weiß ich gar nicht, wie das bei St. Pauli gefeiert wird. Das ist jetzt mein erstes Mal. Bin ich selber mal gespannt, aber im Normalfall werden wir trainieren und jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung. Also ich werde mich nicht verkleiden. Und wenn mal jemand klingelt, da geben Sie schon. Ja, wir sind immer vorbereitet. Wir haben dann Süßes dann schon da für die Kinder, klar.
Nils Weber ist als nächstes auf der Liste. Ja, hoffen wir mal, dass am Wochenende schon klingelt und es auch nicht so gruselig wird. Nein, ich habe noch eine Frage. Das ist jetzt aber sehr, sehr schön ausgedrückt. Ich wollte mal eine Überleitung machen. Was mir aufgefallen ist, Kontersituation in Dortmund, zweite Halbzeit, war ein paar Mal morgen sehr gefährlich, ja. Weit vorne, hat natürlich auch einen unheimlichen Speed, ja. War aber auch sehr allein auf weiter, ja, Flur. Also es war nur noch Optionen geradeaus, soweit die, ja, Füße tragen, ja, wenig was nachgerückt ist. Drauftreten, nochmal zurückspielen, jemanden, ja, mitnehmen, war keine Option. Ja. Ist er einfach zu schnell oder müsst ihr auch da nochmal wieder besser sein in diesen Umschaltsituationen? Oder seid ihr dann auch irgendwann müde, weil die Kräfte nachlassen? Also ich fand, es war sehr auffällig. Beides. Also wir müssen da schon auch besser nachrücken. Dass wir dann auch schneller auch Optionen bieten, ja, dass er vielleicht dann selber mal durchbricht und den Abschluss sucht. Aber es geht ja dann auch um Ballverluste, die dann gleich auch zeitig wieder anzugehen und zu attackieren, also bei Ballverlust so, oder dann ihm dann eine Option zu geben. Also das ist auf der ballfernen Seite dann genauso notwendig natürlich wie im Zentrum, aber dann auch die Sechser, die Jollies dann auch, die da nachrücken müssen. Also in der Gesamtheit müssen wir dann schneller nachrücken. Ja, das ist hinsichtlich auch der Restverteidigung extrem wichtig. Und ja, da sollte man schon, und das haben wir auch angesprochen, aber da sollte man schon auch gerade diese Situation besser dann für uns dann auch nutzen. Da hast du vollkommen recht. Andreas Schorsch. Ich habe nochmal eine Frage zu Jackson Irvine. Der war letzte Woche ja unterwegs. Ich finde, bei ihm fehlt im Moment so ein bisschen die Frische. Ist das ein falscher Eindruck? Wie stehst du mit ihm so in Kontakt? Du bist wahrscheinlich täglich mit ihm im Austausch. Ja. Ich finde, dass er die Bundesliga im Moment noch nicht so richtig verinnerlicht hat, obwohl seine Leistungen absolut okay sind. Aber so die Akzente, die er in der zweiten Liga natürlich hatte, die konnte er bisher noch nicht so setzen. Und wie gehst du da mit ihm da um? Ja, dass er nicht so frisch jetzt wirkt, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Aber er ist ein unglaublich wichtiger Spieler und verlängerter Arm von uns als Trainerteam. Und ich finde aber trotzdem, dass er jetzt vor allem im Vergleich erstes Spiel gegen Augsburg, wo er die lange Reise dann auch und die zwei Spiele hinter sich hatte, da hat man gemerkt, dass er einfach müde war. Und das haben wir gesagt, das ist menschlich. Und das hat er jetzt aber viel besser verarbeitet. Er war die ersten 60 Minuten richtig gut, stand immer gut, hat ein paar gute Balleroberungen gehabt, ein paar gute Pässe gespielt. So ein bisschen dieser letzte Drang im 16er, wo er dann selber auch mal für Torgefahr ausstrahlen muss, das fehlt ihm noch so ein bisschen im Vergleich zu letztem Jahr. So ab der 60. Minute hat man dann schon auch gesehen, dass ihm so ein bisschen die Körner gefehlt haben. Aber das ist, finde ich, dann auch absolut nachvollziehbar. Aber trotzdem finde ich, dass er bisher eine gute Rolle gespielt hat und auch die Mannschaft gut führt. Und natürlich, und da sind wir wieder beim Thema, geht alles ein bisschen schneller und mit weniger Raum. Und wie gesagt, da sind wir ja alle dran, diesen Schritt oder diese Adaption noch zu vollbringen in der Gesamtheit als Mannschaft. Und ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen, ja, nicht dazulernen, aber noch einen Schritt machen in die richtige Richtung. Und aber ich auch er ist ja immer, und das ist ja brutal beim Jackson, sowas Selbstkritisches habe ich noch nie erlebt. Also fast teilweise immer zu selbstkritisch, wo ich dann teilweise gar nicht manche Sachen so negativ sehe. Aber er ist dann halt ein Perfektionist in dem Moment, egal ob bei der Passform oder Übungsform, Rondos, wenn es um Regeln geht, da ist er der schärfste Kritiker. Von daher ganz, ganz wichtiger Spieler, enorm wichtig und deswegen bin ich jetzt selber mit ihm zufrieden, er mit sich wahrscheinlich eher nicht, aber der wird seine Schritte dann in die richtige Richtung dann auch machen, von seiner Seite aus, da bin ich mir sicher. Frank Sorgas hat noch eine Frage. Ja, wir haben wochenlang gar nicht über Simon Zoller gesprochen. Wie geht es ihm eigentlich? Kannst du mal ein Update geben? Ist er hier in Hamburg? Ist er bei der Mannschaft? Wie geht es ihm vielleicht auch mental? Ja, mental, glaube ich, ist es immer so schwankend. Ja. Er hat dann vorletzte Woche hat er eine Aktion gehabt, wo es ihm dann in die Wade reingefahren ist. Das heißt, er hat dann wieder eine Pause einlegen müssen. Dann war er erkältet. Dann hat es... Ich bin ja jetzt auch ein bisschen verschnupft, hat ihn da ein bisschen zurückgeworfen. Jetzt ist er wieder
mehr oder weniger zu einem Punkt, wo er klar im Aufbautraining ist, aber es ist für den Jungen auch nicht unbedingt einfach, ja, wenn du die ganze Zeit irgendwie dich rankämpfen willst und dann kommt wieder so ein Schlag ins Genick, dann kommt da eine Wadenverletzung, dann kommt wieder eine Grippe. Und von daher, ja, wollen wir ihm natürlich dann auch die Zeit geben, aber es ist natürlich höchst bitter. Also für ihn und auch für uns, klar. Aber er ist hier bei der Mannschaft. Ja. Er ist dann teilweise auch in der Endoklinik, hat da sein Programm, lässt sich aber immer wieder dann bei uns im Trainingszentrum dann zeigen. Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich wurde vorher gefragt, ob wir es in 7 Minuten schaffen. Jetzt sind wir bei 31. Wenn ihr keine ganz wichtigen Fragen mehr habt, dann würde ich jetzt die Runde schließen. Danke ganz herzlich für euer Interesse, dass ihr da wart. Wir sehen uns am Sonnabend hier am Millerntor. Es geht dann weiter bereits am Montag um 15.30 Uhr mit der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel bei Leipzig. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Danke, tschüss.